Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ja, Freunde der guten Laune und der besten Leitung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem kurzen, kleinen, knackigen Video zu dem neuesten Hogwarts Legacy, denn ich möchte gerne mal so ein bisschen herausfinden, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen den vier Häusern, beziehungsweise wie ändert sich das Spiel, die Videosequenzen zu den vier Häusern? Professor Wir Weasley. Wissen, dass zum Beispiel Professor Weasley hier zu Gryffindor gehört, aber was passiert eigentlich, wenn wir andere Häuser nehmen? Wie geht das ganze Szenario eigentlich hier weiter? Und das wollen wir uns einfach mal angucken. Wir bekommen jetzt den Hütchen hier aufgesetzt und müssen eigentlich nur zwei einfache Fragen beantworten. Ah ja, du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Jetzt habe ich die Möglichkeit zwischen ich freue mich auf den Unterricht oder ich will unbedingt erkunden. Wir nehmen einfach mal ich freue mich auf den Unterricht. Ich freue mich, die Professoren zu treffen und eine Menge in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereite dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Ich würde mal sagen, nach dem, was wir erlebt haben, Kühnheit. Abenteuerlust? Ich würde sagen, dass ich vor nichts zurückschrecke. Oh, doch du hast ein tapferes Herz, wahrhaft mutig und keine Angst vor dem Unbekannten. Du bist bereit, allein voranzugehen, wenn es sein muss. Vielleicht gehörst du nach Gryffindor. Sei es Gryffindor! Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte abenteuerlich werden. Ich freue mich schon darauf. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal den Gryffindor-Gemeinschaftsraum betrat. Sie waren in Gryffindor? Ich bin eine Gryffindor. Ich konnte mir damals allerdings nie das Passwort merken. Passwort? Passwort! Das Passwort ist Grata Domum. Grata Domum. Zutritt gewährt. Sehr gut. Nun gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen wartet ein großer Tag auf Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Sehr gern. Genießen Sie die erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. So. Jetzt haben wir eigentlich das gleiche
Prozedere, wie jetzt hätten wir den zweiten Punkt bei der ersten Frage genommen. Wir haben die Möglichkeit zwischen Kühnheit, Neugier, Loyalität und Ehrgeiz. Kühnheit steht für Gryffindor und Neugier steht für... Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. So, nehmen wir mal Lay Ravenclaw und gucken uns mal an, wie das Ganze jetzt hier ausschaut. Du gehörst nach Ravenclaw. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Ah, auch interessant. Also Ravenclaw... Er lebte länger. Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder ein Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Also, fassen wir mal zusammen. Bei Kühnheit haben wir Gryffindor. Bei Gryffindor müssen wir meistens ein Passwort nennen. Bei Neugier haben wir Ravenclaw. Die sind so ein bisschen für Rätsel da. Dementsprechend öffnet sich die Tür auch bei Rätsel. Man könnte überlegen, ob denn tatsächlich mitten im Spiel später wir neue Passwörter bekommen bei Gryffindor und neue Rätsel bei Ravenclaw und diese selber auch manuell lösen müssen. Loyalität müsste eigentlich Hufflepuff sein. Mal gucken, was da passiert. Loyalität? Ich denke, ich bin ein treuer Freund. Das schätze ich auch bei anderen. Du gibst nicht so leicht auf, nicht wahr? Herausforderungen schrecken dich nicht. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Dann sei es Hufflepuff! Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber das hat sie sicher noch nie aufgehalten. Richtig, Professor. Das wäre dann der Eingang zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Im Keller. Das ist der Eingang? Richtig. Ich werde es Ihnen erklären, aber zeigen werde ich es Ihnen nicht, da ein kleiner Fehler bereits für eine Essigdusche reicht. Höchst unangenehm. Sie müssen an das Fass klopfen, zweites von unten, Mitte der zweiten Reihe, im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Okay. Interessant auf alle Fälle. Sehr gut. Jetzt gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. So, Kühnheit, Gryffindor, Neugier, Ravenclaw,
Loyalität Hufflepuff und Ehrgeiz muss Slytherin sein. Außer, dass wir natürlich einen anderen Schlafsaal haben, wäre es doch mal ganz interessant zu wissen, was passiert eigentlich, wenn wir Ehrgeiz nehmen und damit zu Slytherin übergehen. Denn der Professor Black, also unser Direktor, ist ja auch von Slytherin. Mal gucken, ob sich da ein bisschen was ändert. Ansonsten haben sich, glaube ich, nur ein, zwei kleinere Cutscans so ein bisschen geändert. Da werden wahrscheinlich ganz, ganz kurz mal die Häuser eingeblendet, wenn die sich freuen, dass wir zu deren Häuser dazugerufen werden. Aber wir gucken mal, was bei Ehrgeiz passiert, wenn wir zu Slytherin kommen. Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Doch, nimm mal Slytherin. Du gehörst nach Slytherin. Ja, guck mal, da sieht man sie ganz kurz. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Okay, da ist Auto mit Passwort. Nun denn. Aspiration. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. So, Freude der guten Laune, das waren jetzt alle vier Häuser, beziehungsweise die Wahlmöglichkeit, die ihr wählen könnt, um in diese Häuser hineinzugelangen. Zum Beispiel Kühnheit für Gryffindor, Neugier für Ravenclaw, Loyalität für Hufflepuff und Ehrgeiz für Slytherin. Ich muss dazu sagen, Kühnheit wird ein leider doch sehr schnell in die Wiege gelegt, weil mir wurde auch schon geschrieben mitunter, dass einige bei Gryffindor sich da gemeldet haben. Aber Gryffindor, muss man auch sagen, das war irgendwie schon fast klar gewesen. Kühnheit, das passte gerade zu dieser kleinen Vorgeschichte, die wir jetzt gerade hatten. Der Kampf in Gringotts in der Bank um das Denkarium an und für sich. Das hat dieses Kühnheitsding wirklich sehr schnell darauf hinleitet, dass wir bei Gryffindor sind. Beziehungsweise, dass wir durch Kühnheit sehr schnell zu Gryffindor kommen. Ich hätte es mir ein bisschen mehr gewünscht, dass wir mehr Fragen bekommen, die ein bisschen verstrickter sind und dann ineinander sich wölben und später erst uns das Haus zu liefern. Also, wir haben zwei Fragen bekommen. Die erste Frage ist kompletter Nonsens eigentlich, weil im Endeffekt können wir auswählen, wir wollen wissbegierig sein, heißt, wir wollen am Unterricht richtig schön teilnehmen. Dann sagt uns der Hut, das ist sehr schön, aber es gibt auch noch eine Welt da draußen, die du dadurch entdecken kannst. Gehen wir den anderen Weg und sagen, wir wollen gerne erkunden, der sagt uns aber auch, der Schulunterricht ist wichtig. Also diese erste Frage ist vollkommen irrelevant. Die eigentliche zweite Frage ist wichtig und die ist natürlich sehr schnell gelöst. Ihr habt gesehen, was auf euch wartet, wie die Cutscans sind. Ich bin der Meinung, dass die Mrs. Weasley, Professor Weasley, da ein kleines, kurzes angebundenes Problem damit hat, dass sie bei Slytherin sind. Jedenfalls war das alles sehr kurz gewesen, währenddessen es bei Ravenclaw relativ schön gemacht ist, durch diese Holztreppe und durch diese ganzen Rätsel und Verschnörkelung. Loyalität mit Hufflepuff war auch sehr schön, unten im Keller bei den Weinfässern. Und wie es alles ein bisschen geschildert worden ist, Slytherin war doch
ziemlich kurz hier gewesen. Im Gegensatz zu Gryffindor, wo ich selber jetzt auch anfangen werde, weil ich es mir damals selber ausgesucht habe, war doch eher so gewesen, dass denn die Professor Weasley auch ein bisschen selber geschwärmt hat, dass sie nämlich von Gryffindor ist. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr ausgewählt habt. Welches der vier Häuser? Wo seid ihr euch am nächsten zugehörig? Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß bei meinen weiteren Projekten hier zu Hogwarts Legacy. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.